Cyberport präsentiert das Asus Pro in der Version P3540 FA. Der taiwanesische Hersteller verspricht mit dem Asus Pro P3540 FA die perfekte Mischung aus Leistung und Mobilität. Eine hochwertige Verarbeitung und langlebige Akkulaufzeit sollen dabei besonders Business-User ansprechen. Wie sich das Notebook in unserem Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Notebook misst im geschlossenen Zustand 35,7 cm in der Breite, 23,6 cm in der Tiefe und 2 cm in der Höhe. Das Gewicht beträgt 1,7 kg. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Intel Core i5-8265U Quad-Core-Prozessor mit einem Grundtakt von 1,6 GHz und einem Turbo-Boost von maximal 3,9 GHz. Dieser wird von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt, der auf maximal 16 GB erweiterbar ist. Für Daten und Anwendungen steht eine 256 GB große NVMe SSD zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Design. Optisch orientiert sich das Notebook an anderen Asus-Geräten. Das silberne Gehäuse mit reflektierendem Asus-Logo auf der Rückseite wirkt hochwertig und robust. Das zeigt auch die Zertifizierung nach dem Militärstandard 810G, nachdem das Asus Pro Stürzen, Stößen, Feuchtigkeit und extremen Höhenstand hält. Klappen wir das Notebook auf, was bis zu 180 Grad möglich ist, sehen wir die Basiseinheit, die ebenfalls in Silber daherkommt, allerdings einen gebürsteten Look spendiert bekommen hat. Tastatur und Displayrahmen sind im Kontrast dazu in Schwarz gehalten. Als nettes Detail wurde zudem der Notebook-Name unterhalb des Displays verewigt. Mit einem Gewicht von 1,7 kg liegt das Notebook im Mittelfeld. Auch die Dicke ist mit 2 cm nur Durchschnitt. Insgesamt bekommt das Design von uns ein Gut. Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auf. Die Bildpunktdichte beträgt damit 141 ppi, was dem Standardwert für Notebooks entspricht. Die Farb- sowie Kontrastwerte liegen im mittleren Bereich. Die maximale Helligkeit beträgt ca. 280 Candela pro Quadratmeter, wodurch es draußen maximal im Schatten verwendet werden sollte. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. In unserem Testgerät kommt ein Intel Core i5-8265U Quad-Core-Prozessor zum Einsatz. Unterstützt wird dieser von 8 GB Arbeitsspeicher, der auf 16 GB erweitert werden kann. Office-Arbeiten, Videostreaming oder kleinere Spiele sind dadurch auch im Multitasking kein Problem. Bei anspruchsvolleren Anwendungen wie Video- oder Bildbearbeitungen kann die CPU allerdings an ihre Grenzen kommen. Gaming ist mit dem Intel UHD 620 Grafikchip lediglich mit niedrigen Einstellungen möglich. Da das Asus Pro allerdings sowieso im Business-Bereich angesiedelt ist, dürfte diese Leistung für den Arbeitsalltag, abseits von grafischen Arbeiten, vollkommen ausreichen. Wir vergeben ein Gut. Bei den Emissionen kann das P3540 FA strahlen. Während es im Idle kaum hörbar ist, bleibt es selbst unter Volllast noch immer sehr leise. Auch die Temperaturen bleiben ohne Bedenken unter der 50-Grad-Grenze. Dies liegt natürlich auch an der weniger starken Hardware, was den Effekt aber nicht mindert. Klasse gemacht! Auch von der Anschlussvielfalt sind wir positiv überrascht. Hier finden wir zwei USB-A 3.2 sowie zwei USB-C 3.2 Anschlüsse, einen SD-Kartenleser und eine Audiobuchse. Außerdem stehen uns ein VGA, HDMI und LAN-Port zur Verfügung. Für den Arbeitsalltag bietet Asus hier trotz der gegebenen Mobilität viele praktische Features. Zur digitalen Verbindung sind ergänzend WLAN AC sowie Bluetooth 4.2 verbaut. Das spiegelt nicht die aktuellsten Standards wider, angesichts des Preises ist die verbaute Technologie allerdings vollkommen in Ordnung. Ein gutes Ergebnis. Kommen wir nun zur Peripherie. Die Chiclet-Tastatur ist gut verarbeitet und verfügt über ein Nummernpad. Durch den langen Tastenhub fühlt sich die Tastatur hochwertig an und ermöglicht es auch längere Texte bequem zu tippen.
Weiterhin sorgt die Größe des Notebooks für einen angenehmen Tastenabstand. Lediglich auf eine Hintergrundbeleuchtung muss hier verzichtet werden, wodurch das Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen schwierig werden könnte. Das Touchpad reagiert zuverlässig und ist durch seine Größe ebenfalls angenehm in der Bedienung. Der Fingerabdruckscanner ist für den Preis ein schönes Extra und funktioniert schnell und zügig. Die Lautsprecher sind wie bei vielen Notebooks etwas ungünstig platziert und strahlen den Sound nach unten ab. Die Klangqualität ist für Videokonferenzen sowie YouTube-Videos vollkommen in Ordnung, allerdings sollten für längeren Musikgenuss Kopfhörer oder externe Lautsprecher verwendet werden. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Der Akku bietet uns eine Kapazität von 50 Wattstunden. Damit lässt sich das Notebook bei mittlerer Helligkeit und einem Mix aus Surfen und Videostreaming etwa 9 Stunden ohne Probleme betreiben, was ein sehr guter Wert ist. Ein ganzer Arbeitstag sollte somit auch im mobilen Betrieb kein Problem sein. Klasse gemacht! Unser Fazit: Das Asus Pro in der Version P3540 FA überzeugt mit einem hochwertigen Design, großem Display, langlebigem Akku sowie angenehmer Peripherie. Besonders gefallen hat uns allerdings die große Anschlussvielfalt, die für dieses Preissegment unüblich ist. Dafür ist die Hardware aber nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Für unter 660 Euro bekommen Business-User außerhalb des Kreativbereichs mit dem Asus Pro einen überraschend hochwertigen und mobilen Arbeitsbegleiter. Angesichts des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses gibt es von uns 4 von 5 Cyberstars.